Hallo, Franz Kafka, Tagebucheintrag vom 20. August 1912. Fräulein F.B., Felice Bauer, mit der er dreimal verlobt war. Als ich am 13. August zu Brot kam, Max Brot oder Brot, einer seiner Freunde, saß sie bei Tisch und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor. Ich war auch gar nicht neugierig darauf, wer sie war, sondern fand mich sofort mit ihr ab. Knochiges, leeres Gesicht, das seine Leere offen trug. Freier Hals, überworfene Bluse. Sah ganz häuslich angezogen aus, trotzdem sie es, wie sich später zeigte, gar nicht war. Ich entfremde ihr ein wenig dadurch, dass ich ihr so nah an den Leib gehe. Allerdings, in was für einem Zustand bin ich jetzt, allem Guten in der Gesamtheit entfremdet und glaube es überdies noch nicht. Wenn mich heute bei Max die literarischen Nachrichten nicht zu sehr zerstreuen, werde ich noch die Geschichte von dem Blänkel zu schreiben versuchen. Sie muss nicht lang sein, aber treffen muss sie mich. Das war in Klammern, die letzten zwei Sätze. Jetzt geht's weiter. Fast zerbrochene Nase, blondes, etwas steifes, reizloses Haar, starkes Kinn. Während ich mich setzte, sah ich sie zum ersten Mal genauer an. Als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil. 21. August 1912. Unaufhörlich Lenz gelesen und mir aus ihm, so steht es mit mir, Besinnung geholt. Das Bild der Unzufriedenheit, das eine Straße darstellt, da jeder von dem Platz, auf dem er sich befindet, die Füße hebt, um wegzukommen. Das war's.